Hallo, herzlich willkommen bei unserer Playlist zu den parapsychologischen Geräten, die wir in unseren Untersuchungen einsetzen. Was ich euch heute zeige, ist die Gotcha Ghost Cam oder ganz einfach Kinect-Kamera. Bauprinzip ist einfach ein Sensor, der auf Wärme, also Thermal, und gleichzeitig Körperform reagiert, der ist darauf programmiert. Das heißt, der nimmt nur wirklich wahr, wenn man ungefähr einen Torso hat und entsprechend auch Wärme ausstrahlt. Das haben wir auch beides ausgiebig getestet. Wenn man nur ein T-Shirt oder ein Pullover reinhält, reagiert das Ding nicht. Und wenn man einfach nur eine Wärmequelle hat, reagiert es auch nicht. Damit ist die Fehleranfälligkeit sehr gering. Gut, wie gesagt, hier ist der Sensor. Hier ist das Tablet, quasi die Anzeige. Das werdet ihr gleich noch genauer sehen, weil wir werden den Aufbau machen, wo wir quasi mit dieser Kamera mich filmen und die Kamera, mit der wir jetzt gerade filmen, filmt sowohl mich als auch diese Kamera, um euch das zu zeigen, was ich euch gleich erklären möchte. Denn die Kombination aus diesen, einen Sensor, der entsprechend reagiert, und ein Tablet als Darstellung, führt dazu, dass das Gerät Dinge sichtbar macht, die wir nicht sehen können, sprich thermale Abstrahlung in Form eines Körpers. Könnte man eventuell auch als Geist bezeichnen, denn wenn Energie frei wird, äußert sich das mal in der Regel gerne auch als Nebenprodukt zwar, aber als abgestrahlte Temperatur oder halt als elektromagnetisches Feld, weswegen unsere EMF-Messungen stattfinden. Aber die Kamera kann das dann in Echtzeit sichtbar machen, wenn wir eine thermische Abstrahlung haben. Das klappt natürlich bei Menschen wie jeden anderen auch, aber wenn wir dann tatsächlich eine Sache haben, sprich die Kamera einen Menschen darstellt oder ein Gebilde darstellt, welches aber gar nicht vorhanden ist, dann haben wir die Garantie, dass hier irgendeine Wärmestrahlung ist und ein Körper, den die erkennt. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen ist, die reagiert auch nur, wenn Bewegung stattfindet. Das heißt, sobald ich die anschalte und komplett stillstehe, und das ist sehr, sehr schwer, ich muss wirklich mich sehr bemühen, reagiert die nicht. Wenn ich auch mal ein bisschen schnell atme oder so, mich kratze oder sonst was, dann nimmt sie mich wahr. Das heißt, sie reagiert nur auf Veränderungen, nicht auf statische Dinge. Klar, wenn sie erstmal es wahrgenommen hat, dann behält sie das ins Auge und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. So, wir haben jetzt den Aufbau, wie ich ihn gerade beschrieben habe, gemacht. Sprich, ihr seht im Vordergrund die Kinect-Kamera, das Tablet davon. Den Sensor könnt ihr jetzt nicht sehen, der ist auf mich gerichtet. Und wir nehmen natürlich das mit unserer Normalkamera auf, die zwar hochauflösend ist, das ist die Kinect nicht, aber die Kinect, wie ihr seht, stellt dann mich, weil ich Körperwärme abstrahle und eine einigermaßen menschliche Form habe, dann quasi mit Punkten dargestellt als Silhouette da. Hier auch mal ein bisschen von der Seite. Da hat sie meistens ein bisschen mehr Probleme, weil ein Mensch von der Seite halt keine besonders tolle Silhouette hat. Ich gehe jetzt mal kurz draußen rein. Und ihr dürftet sehen, dass sie auch ganz schnell reagiert, wenn ich wieder da bin. Jetzt ist es natürlich in dem Moment nur interessant, wenn ich kein echter Mensch wäre, sondern eine Entität, die entsprechend abstrahlt, dann würde die Kamera, mit der wir gerade filmen, nichts sehen, aber die Kinect würde halt die Punkte darstellen. Um euch das mal zu zeigen, wie das aussieht, mache ich mal das Licht aus. Dann sieht die Kamera die normale nichts, aber die Kinect wird mich trotzdem sehen. Ich versuche mal schnell genug zu verschwinden, dass ich ins Bild reinlaufe. Hallo, ich bin wieder da. Und ich denke, ich kann mein Versprechen halten. Die Kinect sieht mich, aber ohne die Kinect würdet ihr mich nicht sehen. Ich bin also quasi das, was unsere Wahrnehmung bei einem Geist tatsächlich wäre. Ich strahle in einer Wellenlänge ab, die ihr nicht sehen könnt, aber die Thermalenergie sieht die Kinect. Und ich bin quasi jetzt ein schwarzer Schädel bestehend aus Punkten und bin sichtbar gemacht worden. Das ist das, warum wir dieses Gerät einsetzen, halt um Dinge sichtbar zu machen, die wir so nicht sehen können. Nun hat die Kinect noch den Vorteil, den wir allerdings nicht brauchen, aber ihr könntet jetzt nicht unterscheiden, ob ich hier rede oder eine Entität redet. Wir schalten die Kinect jetzt mal auf Infrarot um und dann werdet ihr sehen, ich komme gleich nochmal ins Bild gelaufen, seht ihr mich wieder bei der Kinect dargestellt mit den Punkten, aber durch das Infrarot auch meine Silhouette und die normale Kamera sieht wieder nichts. Und der feine Unterschied ist dabei, bei einer richtigen Entität dürfte das Infrarot nicht so wirklich gut aussehen und Körper zeigen, mich werdet ihr genau erkennen. Ich gehe mal kurz aus dem Bild und dann seht ihr das. Hallo, hier bin ich als menschlicher Schemen. Wie versprochen, ich bin keine Entität, aber ich bin immer noch mit Punkten wunderbar zu erkennen. Ihr seht, die Kinect macht die tollsten Sachen.
ich kann hier machen, was ich möchte. Die lustigsten Dinge, die Kinect nimmt es irgendwie wahr und stellt es schön dar. Ist auch eine bisschen Spielerei, gebe ich zu, aber es hat halt einen wissenschaftlich massiven Wert. Und durch das Infrarot können wir jetzt noch viel, viel mehr sehen, statt nur die Punkte, sondern auch die Schemen. Aber das Punkte sind eigentlich das Wichtigste, denn das ist das Prinzip der thermalen Energie und nicht nur des Infrarotlichtes, das von dem Sensor abgestrahlt und reflektiert wird. Das könnte eine normale IR-Kamera leisten, aber die Kinect reagiert halt auf thermale Energie. Und ja, wie gesagt, die ist sehr empfindlich, das ist total toll. Und ich mache jetzt nochmal kurz das Licht an, damit wir wieder beim Status Quo sind, und das Infrarot machen wir aus. Ihr seht also, das Ding hat einen interessanten wissenschaftlichen Wert und das wollte ich euch gerne zeigen. Wir werden die ab und an mal einsetzen, um was zu bestätigen, wenn wir denn ein EMF-Feld oder so haben, die Vermutung haben, dass jemand rumlaufen könnte, den wir nicht sehen. Und ja, dann kommen hoffentlich solche Bilder dabei raus. Und mit diesen Impressionen verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Hoffe, das Video hat euch gefallen und denkt dran, wir sind für jede Hilfe wirklich sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr gerne tun, indem ihr mal in unsere Beschreibung reinschaut. Da findet ihr total interessante Links, auch wie ihr uns unterstützen könnt, als auch für Social Media. Und natürlich auch abonnieren, Glocke und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sachen, die ihr bei YouTube macht. Das hilft uns wirklich weiter, unsere Arbeit auch fortzusetzen und euch möglichst qualitativ hochwertige Sachen, Beweise und Untersuchungen zu liefern. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchungen machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.